Als nächstes die Regel klein e, die sogenannte lineare Substitution. Auch eine sehr wichtige Differenziationsregel. Worum geht es dabei? Es geht um eine Verkettung. Verkettung kennen wir schon aus der Differentialrechnung. Allerdings gibt es keine allgemeine Kettenregel in der Integralrechnung. Es gibt also eine zusätzliche Voraussetzung mit folgender Eigenschaft. Die innere Funktion ist linear. Darum geht's. Lineare Funktionen werden wir hier darstellen mit mx plus n, wie wir es immer gemacht haben. In manchen Lehrbüchern und Tafelwerken findet sich auch statt mx plus n ax plus b. Das sind also bloß andere Bezeichnungen, ist prinzipiell dasselbe. So, was sagt uns jetzt die Regel? Die Regel sagt, wenn ich also eine Funktion g von ax plus b, das wollten wir eben gerade nicht nehmen, sondern mx plus n, von mx plus n integriere, dann ist das erstmal die Stammfunktion von mx plus n und als Vorfaktor, das ist wichtig zu merken, kriege ich noch den Kehrwert des Anstiegs der linearen Funktion und das Ganze plus c. Das ist die Regel. Wir kommen wie gehabt zunächst zum Nachweis und dann zu Beispielen. Wenn ich das hier hinten also ableite, 1 durch m mal g von mx plus n plus c abgeleitet, dann gilt ja Folgendes. 1 durch m ist konstanter Faktor, bleibt stehen. G von mx plus n, das ist jetzt ja eine Verkettung. Die äußere Funktion ist die Funktion groß g, die innere Funktion ist mx plus n. Also die äußere Funktion abgeleitet, ich schreibe es nochmal ausführlich hin, ist also g' von mx plus n mal Ableitung der inneren Funktion, wenn ich mx plus n ableite, bleibt also m stehen, c abgeleitet ist 0. Ja, jetzt schauen wir mal, was sich ergibt. Dieses m können wir wegkürzen. Es ergibt sich also g' von mx plus n und g' ist laut, groß g' ist laut Definition natürlich klein g. Und das ist genau unser Integrant. Demzufolge ist auch diese Regel nachgewiesen. Wir kommen zu Beispielen. Erstes Beispiel. Wir nehmen Integral Wurzel aus 4x plus 1 dx. Die äußere Funktion ist also die Wurzel und die innere Funktion linear ist 4x plus 1. Der erste Schritt wäre, dass man sich den ganzen Spaß umschreibt. Das ist also Integral 4x plus 1 in Klammern hoch 1/2 dx. Ja, jetzt wird also integriert. Ich beginne mal mit der äußeren Funktion, aus 1/2 wird hoch 3/2, Vorfaktor 2/3, jetzt trage ich in die Klammer wieder ein, was schon da stand und jetzt kommt als zusätzlicher Vorfaktor noch der Kehrwert des Anstieges, also mal 1/4 das Ganze noch und natürlich nicht zu vergessen plus c ergibt 1/4 mal 2/3 sind also
Ja, können wir hier noch einmal kürzen. Das sind also ein Sechstel mal Wurzel aus 4x plus 1 in Klammern hoch 3 plus c. Das ist unser Endergebnis. Zweites Beispiel. Integral 4 durch 3x minus 2 dx ist gleich, da können wir erstmal die 4, ich mache es mal ausführlich, vorziehen vor das Integral, 1 durch 3x minus 2 dx, und das ist gleich 4 mal, ja, jetzt wissen wir 1 durch z, das Integral ist Logarithmus naturales z, also ln von 3x minus 2 zum Betrag plus c und zusätzlicher Vorfaktor, Kehrwert des Anstieges, also ein Drittel. Und das ist 4 Drittel Logarithmus naturales von Betrag 3x minus 2 plus c. Endergebnis. Ein drittes Beispiel. Wir betrachten das Integral 5 durch x, 5x minus 7 und das Ganze hoch 5 dx. Können wir zunächst die 5 vorziehen, ist also 5 mal Integral 5x minus 7 hoch minus 5 dx ist gleich. Die 5 bleibt stehen, konstanter Faktor. Jetzt kümmern wir uns zunächst um die Klammer. Aus hoch minus 5 wird hoch minus 4, Vorfaktor minus 1 Viertel. Dann tragen wir ein in die Klammer 5x minus 7. Der nächste Vorfaktor, Kehrwert des Anstieges, also mal 1 Fünftel plus c. Wir können jetzt die Fünfen gegeneinander kürzen und schreiben uns das Ganze noch ordentlich auf. Das ist also minus 1 durch 4 mal 5x minus 7 hoch 4 plus c. Ja, das soll zunächst einmal als Beispiele genügen zur linearen Substitution. Man merke sich also diese Regel. Entscheidend ist, dass man sich merkt dabei wiederum, dass als zusätzlicher Vorfaktor der Kehrwert des Anstiegs der linearen Funktion eingeführt wird. Eine weitere wichtige Regel, ABCDE bei klein f sind wir jetzt, ist folgendes Integral, das ist auch relativ einfach zu lösen, Integral f' von x durch f von x dx. Man hat also jetzt diesen Spezialfall, dass die Ableitung durch die Ausgangsfunktion dividiert wird. Wir schreiben die Regel zunächst auf, also f' von x durch f von x dx, und da kommt raus, wir werden es gleich nachweisen, Logarithmus naturales Betrag f von x plus c. Alte Vorgehensweise, zunächst der Nachweis, dann Beispiele. Zum Nachweis, wenn ich das hier hinten ableite, ln f von x plus c abgeleitet, ergibt sich, ln Betrag ist 1 durch, das wissen wir, also 1 durch f von x
mal Ableitung der inneren Funktion. Wir haben ja eine Verkettung ln als äußere Funktion, klein f als innere, und die Ableitung von klein s ist f, also f' von x, c abgeleitet ist 0. Das ist also gleich f' von x durch f von x. Und das ist genau unser Integrand, also ist auch diese Regel gezeigt. Wir kommen zu Beispielen. Ich werde hier mal als erstes ein einfaches Beispiel nehmen. Wir konstruieren uns mal eins. Wenn ich also habe x², dann ist die Ableitung 2x dx. Ja, jetzt haben wir also f' durch f. Da sagt uns die Regel also, das ist einfach Logarithmus naturalis x² zum Betrag plus c. Jetzt habe ich hier den Spezialfall Quadrat, kann ich mir also die Betragsstriche sparen. Fertig. Das war das erste Beispiel. Zweite Beispiel, hier bitte genau aufpassen, wenn ich habe x hoch 3 und hier x² dx. Dann kann ich zunächst mal die Regel nicht anwenden. Warum nicht? Weil die Ableitung von x hoch 3 wären ja 3x². Hier steht aber nur x². Deswegen greifen wir jetzt hier einmal tief in die Trickkiste. Wir schreiben uns hier einfach eine 3 davor. Mache ich mal mit Rot. Jetzt stimmt das natürlich. Von x hoch 3, die Ableitung ist 3x². Ja, ich kann natürlich aber den Term nicht einfach so manipulieren. Ich muss das hier vorne wieder ausgleichen, indem ich ein Drittel davor setze. Ein Drittel und 3 kann ich natürlich hier kürzen praktisch in dem Fall. Und damit habe ich insgesamt nichts verändert. Das ist also, ich schreibe mal ganz rot dahinter, ganz wichtig, das ist der Trick, wie man sich das Ganze hier passend machen kann. Ja, und das ist also dann gleich ein Drittel Logarithmus naturales Betrag von x hoch 3 plus c. Gut, gucken wir uns nochmal die beiden Beispiele an. Beispiel 1, da steht es genauso da, wie es in der Regel steht, brauche ich bloß aufzuschreiben. Beim Beispiel 2 liegt es nahe, weil es fast so dasteht, bis auf einen Faktor. Wenn der Faktor fehlt, setze ich den Faktor davor und gleiche das durch einen Vorfaktor vom Integral wieder aus. Und damit kann ich auch diese Regel anwenden. Damit haben wir die ersten Integrationsregeln kennengelernt. Kleiner Ausblick, es gibt bei der Integration also keine allgemeine Substitutionsregel, keine allgemeine Produktregel und es gibt auch keine allgemeine Quotientenregel. Das macht die Integration auch so kompliziert. Deswegen dieses Sprichwort, Differenzieren ist ein Handwerk, Integration ist eine Kunst. Diese Integrationsregeln, die wir bisher kennengelernt haben, reichen für den Grundkurs aus. Der Leistungskurs wird später noch weitere kennenlernen, beziehungsweise der Grundkurs wird auch noch welche kennenlernen, die sich auf andere Funktionstypen dann beziehen. Gut, damit haben wir die Grundlagen zum unbestimmten Integral gelegt und wir kommen zu einem ganz anderen mathematischen Objekt im nächsten Kapitel. Das wird dann das bestimmte Integral sein.